Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir sind immer noch zu sechst. Mittlerweile, es haben sich in der Zwischenzeit zwei neue Pärchen gefunden. Anna und Steel sind jetzt zusammen. Deswegen schlafen die auch im gemeinsamen Doppelbett. Ich habe herausgefunden, dass das Bedürfnis, also die kriegen minus 5 von der Stimmung, wenn die nicht im gleichen Bett schlafen. Also die brauchen wirklich dann Doppelbett oder die wollen zumindest eins, brauchen es immer relativ. Und unser kleiner depressiver Cristobal hat sich mit Libby angebandelt. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil das hebt zumindest seine Stimmung ein bisschen. Hat er Sex? Plus 25, seht ihr? Das sind Männer, hat Sex und schon geht's ihm gut. Das ist prima. So, der lebt jetzt mit Libby zusammen. Da haben wir auch nicht mehr das Problem, dass sie sich die Zimmer teilen müssen. Weil das gibt auch Punktabzug in der Stimmung, habe ich gesehen. Also wenn die sich nicht verliebt sind oder sonst irgendwas und die sind zusammen in einem Raum, dann gibt das auch minus 5 bezüglich ja, geteiltes Zimmer. Ja, die alten Betten habe ich jetzt erstmal hierhin gefrachtet, weil warum abreißen? Kann man ja eventuell nochmal benutzen. Erstmal quasi hier zwischengelagert. So, dann habe ich jetzt hier drüben, neben der Kühlkammer, die neue Küche bin ich gerade am Aufbauen. Hier fehlen noch ein paar Kalksteinbodenplatten. Und ja, Herd und Schlachttisch habe ich hier quasi schon umgezogen, weil dann ist der Weg entsprechend kürzer und wie man sieht, geht das dann auch deutlich besser mit den Mahlzeiten kochen. So, was ich im Endeffekt noch machen möchte, ist die Wohnhäuser, wie auch immer, würde ich gerne hier oben irgendwie ja, hier reinpacken. Ich habe nur das Problem, wie mache ich das am geschicktesten, ohne dass man hier die ganze Decke über den Kopf zusammenbricht. Aber ja, versuchen es jetzt einfach mal. Und hoffen mal, dass das einigermaßen hier funktioniert. Dass ich nicht zu viel abreiße. Weil ich das irgendwie ein bisschen begradigen möchte. So. Dann können wir hier ein paar Räume reinpacken. Und vielleicht hier noch aufmachen. Aber dafür muss ich dann hier, glaube ich, erstmal eine Zwischenwand, weil sonst stützen wir die Decke ein, keine Ahnung, hatten wir ja schon mal. Kommt nicht so gut. Also hier würde ich vielleicht gerne noch eine Tür reinmachen. Also einen Durchgang zumindest. Aber hier mal. Ne, so nicht. Ach. Machen wir es am geschicktesten. Machen wir das so hier. So. Wir hoffen, dass hier die Wände das aushalten. Komprimierte Bauteile. Wo? Ach da, ja, okay. Soll uns recht sein. Uiuiui. Was Gebiet freigelegt? Wo, was wie Gebiet freigelegt? Oh, okay. Unterirdische Wasserhöhle, wie auch immer. Und wir haben eine Vorratskapsel. Mal gucken. Oh, was ist das denn? Schokolade? Ja, nice. Da werden sich die Überlebenden aber freuen. So, natürlich haben wir jetzt hier das Problem. Wir haben hier, das habe ich gesagt, das soll Granit werden. Aber ich glaube, der ganze, das ist alles Kalkstein hier oben, ne? Das heißt, da müsste ich unten mal was abbauen. Das ist alles. Ja, hier ist Granit. Granit, Granit, Granit. Müsste ich mal irgendwo ein bisschen Granit abbauen, damit die Wand hier fertig ziehen können. Das ist auch Granit. Granit, Granit, Granit. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, dann machen wir, weil hier sowieso Stahl ist. Reißen wir hier mal großflächig ab. Damit die auch mal ein bisschen mehr. Marmor haben wir noch ein bisschen. Schiefer haben wir. Granit haben wir nicht wirklich viel. Das ganze Kalkstein, das ist jetzt hier für die Platten und so weiter draufgegangen. Ich denke mal, dürfte sich dann auch ein bisschen. Ja, Kalkstein haben wir mehr als genug hier drin. Also, das ist, glaube ich, fast alles Kalkstein, was wir haben im Lager. Insofern sollte das nicht so das Problem werden. Der ist auf jeden Fall in Arbeit. Finde es ganz gut, dass wir hier zwei Turrets haben, die zumindest schon mal die Base ein bisschen absichern. Ja, macht eigentlich zu, ne? Hier noch mal vielleicht irgendwo was bauen, aber eins nach dem anderen.
Eine Tür hätte ich gern. Und zwar aus. Was haben wir denn gerade? Nehmen wir mal Schiefer. Das, was da ist. Ob ich jetzt auf Marmor machen soll. Na egal. Marmor wollte ich eigentlich irgendwo für den Boden verwenden. Sieht bestimmt toll aus. Ich glaube, hier mache ich dann auch mal die Ecke zu oder so. Das sieht irgendwie doof aus. Kalksteinwand. Ja. Na, lassen wir erstmal ein paar Steine kloppen. Irgendwann, dann wird hier schon Gebiet freigelegt. Oh, was wie? Ist doch nix. So das. Okay, der Bär hat was gerissen. Wie sieht es denn mit dem Fleisch aus? Aber viel haben wir auch nicht mehr. Dann machen wir hier mal. Wenn die das gerade mal wegjagen. Steinbock kann man auch jagen. Schmeckt auch. Was? Einsturz? Nein! Oh, Stilbutton ist. Wurde zerstört? Nein, der geht's. Der lebt noch. Hier gab's einen Einsturz? Ist doch nix. Wo ist Stil? Was? Ein Midworld-Chef namens Akimi Anders kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von Stammesmitgliedern der Fraktion Rexio Abolio, Albolio, was auch immer. Sie fleht um Hilfe. Ach so, okay, das ist wieder sowas. Sie ist 25 Jahre alt, sei gewarnt, wenn du sie annimmst, hinterher laufen dem Stammesmitglieder. Sie ist Libbys Stiefmutter. Es ist echt ein Sippentreffen hier. Das ist echt ein Sippentreffen. Ja, ich hoffe mal, dass die Geschütztürme das handeln. Ja, Überfall. Wie viel haben wir denn? Einen? Mal hoffen, dass das geht, ne? Die schönen Autoturrets hier. Wo willst du denn hin? Du sollst nicht dahin. Ja, von mir aus lauf dahin. Okay, und mal gucken, bis der Typ hier in Range kommt. Was dann passiert. Hehehe. Mal kaputt. Läuft. Bewusstlos. Sarge. Was? Fang den mal. Ach so, ich habe keinen Käfig, ne? Was jetzt Sarge hin? Ausziehen. Töten. Böser Mann. Ausziehen. Keule können wir noch benutzen. Die Dinger sind Gold wert. So, wir haben jetzt. Wir haben Akemi. Hallo Akemi. Nee, Moment. Das ist Akemi. Oh, Chef. Ja, genau. Sozial 10, ja, die wird zum Handeln geschickt, definitiv. Kochen kann sie auch, forschen kann sie ein bisschen. Der Rest ist so, naja, geht so. Verweigert einfache Arbeit und sauber machen, das sind mir ja die Liebsten, ne? Zu fein für alles. Chemikalieninteresse, stark neurotisch. Ständig nervös. Naja, gut. Aber mal gucken. Ich fühle mich entsetzlich. Stell dich nicht so an. Fernkampf 1, Nahkampf 1. Kämpfen kann sie auch nicht wirklich. So, die Leiche von dem hier. Erstmal sperren. Vielleicht soll ich ein paar Gräber bauen hier. Geht doch bestimmt, ne? Ich doch, irgendwo habe ich gesehen, dass man hier Gräber machen kann. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo war das denn? Diverses? Ja, Gräber. Okay. Wow. Nein, die Katz! Die Katz! Lösch die Katz! Lösch die Katz! Ei,
meine Güte. Arme Katze. Na, da hat es wohl irgendwie die Stromleitung zerfetzt. Ja, wäre schön, wenn ihr das Feuer noch ausmachen würde. Das ist ein Holzhaus. Meine Güte. Ja. Ja, das ist klar, dass du jetzt keinen Saft mehr hast. Fehlende elektrischen Leitung, ja. 5000, ach du Kacke. Ja, gut. Halb so schlimm. Halb so schlimm. Gräber wollte ich machen. Und zwar machen wir die nämlich hier rein. Dieser Boden ist zu instabil. Dann so, 5 Stück sollte reichen, ne? Gucken, was passiert. Wenn die fertig sind, dann müssen wir natürlich die wieder freigeben, sonst rühren sie die nicht an. Das fängt ja sicherlich auch an zu stinken. Ne? Also der sieht schon ganz schwarz und verkohlt aus. Der ist schon tot seit, oh Gott. Verrottet natürlich allmählich und na, ich weiß nicht, ob die das so schön mögen, wenn das hier alles müffelt. Hier aber Frühbach. Ein bisschen Boden könnten wir hier auch mal fertig machen. Ne? Habe ich auch noch Granit? Ne, warte mal, das war Kalkstein. Kalkstein habe ich doch genug. Do it. Do it now. Party. Party in der Kühlkammer. Bei 0 Grad. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie scheint dies zum. Also. Klar, die wollen beim Essen wollen die sitzen. Ja. Da ihnen jeder Tisch nicht genug. Also der hat ihnen nicht gelangt, war zu weit weg anscheinend. Den, naja, doch, den nehmen sie doch hin und wieder auch. Aber ja, die hocken sich dann einfach in die Kühlkammer und futtern da wenig Nahrung. Ja, ich weiß. Haben wir nicht mittlerweile wieder Frühling? Jetzt ist immer noch Winter. Aber hier wächst langsam mal wieder was. Aber ich brauche. Grabschäbig. Enthält. Okay. Oh, hier die. Gucken, ob der die dann einbuddelt. Mauerbrocken kann man hier auch nicht wegpacken, ne? Oh, okay. Hat gerade nicht aufgepasst, aber sie wurden eingebuddelt. Das ist gut. Kältewelle. Oh, komm mal. Ich meine, ich habe zum Glück überall eine Heizung drin. Aber bei der Kältewelle geht das auch schon ganz schön gut runter. Schon Verbrauch hoch. Batterien füllen sich nämlich jetzt gerade aktuell nicht wirklich. Oder vielleicht doch, aber langsam. 24, 25. Sehr langsam. Also die Heizungen brauchen gerade richtig viel Saft. Und schaffen es trotzdem gerade mal den Raum hier auf. Jesus, hier ist kalt drin. Hallo. Kann ich das Ding nicht irgendwie. Die frieren sich doch allein ab nachts. Also die am Pimpern? Hatte 6 zweimal. Schön, dass das hier mit aufgeführt wird. Aber klar, ne? Also hilft auch. Hilft auch. So, hier wird man ständig irgendwie abgelenkt. Ein Kolon ist untätig. Ja, dagegen habe ich was. Einzelhaft. Nein, Strukturen. Wand.
Das ist Marmor. Müsste mal hier Steinmetz irgendwie. War das Handwerk? Verarbeiten von Stein? Ja, okay, dann. Ja. Darf das Sarge machen? Der macht das sowieso schon die ganze Zeit. Und du lass mal priorisieren. Klamotten machen die sich auch nach und nach automatisch. Ich denke mal, die werden sich das schon holen. 55 von 140? Warum geht das kaputt? Wie geht? Wahrscheinlich die, die ich gefunden hatte. Also, die ich geklaut habe von anderen. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie einen Kleiderschrank oder so. Habe ich jetzt zumindest nicht gesehen. Vielleicht komme ich auch mit der Kälte nicht klar, aber das weiß ich. Wird schon seine Gründe haben. Wird nicht wirklich. Sind Sarge. Ah, jetzt macht er mal was. Ah, okay. Da, Marmorblöcke, Kalksteinblöcke. Yippie. Das war Marmor. Okay, dann haben wir hier ein paar Kalksteinwände. Ich gehe mal davon aus, dass das hier das 5x5 von der Größe her voll und ganz ausreicht. Frühling hat angefangen. Ja, Gott sei Dank, der scheiß Winter ist rum. Okay, so. Da ich das hier eh alles noch wegreißen möchte, setze ich hier Wand hoch. Wände hoch. 7, 6, 6, 2, 2, 6, 6, 2, 2. Reicht das? Okay, müssen wir halt hier die Wand nochmal. Aber ich sichere hier schon mal ab. Weil ich kann theoretisch das auch. Na, lassen wir das einfach. Können wir dann danach abreißen. Machen wir denen auch eine schöne Mauer hin, damit das nicht so. Weiß nicht. Also ich würde nicht gerne neben der Höhlenwand schlafen. Ist irgendwie nicht so schön. Glaube ich. Forschung abgeschlossen, Hydrokulturen. Yippie. So, was haben wir denn hier als nächstes? Feuerbestattung. Könnte man machen. Denke ich jetzt aber momentan noch nicht so wichtig. Löschschaum. Löschschaumwerfer, Brandschutz. Klingt auch nicht schlecht. Teppichherstellung wäre natürlich. Dann sind die alle mal ein bisschen happier. Happier? Happier. Glücklicher. Improvisierter Sprint. Was ist denn Mörser? Okay, das ist Mörser, Schießmörser und nicht Mörser mach. Hunger. Jesus. Ja, okay, ich muss jagen. Ja, dann. Keine Ahnung. Was braucht das denn? Okay, das braucht alles den Multi-Analyzer. Ja, ich glaube, dann sollte ich den auch gleich mal bauen. Also wenn ich hier alles umgebaut habe, bis dato kann. Nur was Kleineres, komm, machen wir einfach den Löschschaum. Oder Bier. Nee, Schaum, Löschschaum ist besser. Oder die Feuerbestattung. Ah, komm. 500 Punkte sollte schnell gehen. Struktur. Machen wir hier die Wände noch schnell. Zack. Und dann bitte einmal Viehzeug jagen. Hä? Fraktion verängstigende Killer sind in der Nähe aufgetaucht. Sie greifen sofort an. What? Hallo John. Torturer, Folterer. Verängstigende Killer, Alter 44. Stahlknüppel. Ja, du wirst nicht weit kommen, hoffe ich. Yep, Konter geht er down. Na komm. Schießen kaputt. Danke, Kopfschuss. Boom, Headshot.
Ei ausziehen, scheiß drauf, komm. Immer so schäbige Klamotten an, die werde ich sowieso nie benutzen. Na, übel, übel. Ich kann mir mittlerweile eigene Klamotten machen, dann brauche ich die auch nicht mehr ausziehen. Packen weg, graben ein. So, was wollte ich? Jagen. Was war hier? Viehzeug, ja, ich habe auch keine, ja, wenig Nahrung, Hunger. Hier haben wir einen toten Bark. Der ist frisch. Der Bär pennt gerade. Ja, ach komm, scheiß drauf. Machen wir lieber hier die zwei Alpakas. Weil der pennt zwar, aber unsere pennen ja auch. Da ist noch so viele Beeren hier. Was ist das? Wark. Wie das dumpfe Gefühl, dass hier eine Menge Fleischfresser sich hier breit machen. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, das ist Hallöchen. So. Mal die Hälfte weg da. Hälfte wegmachen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal nach und nach hier die Buden einquartieren. Mal schön Holzboden einziehen. Im Hintergrund die Jagdgeräusche. Ach, ist das schön. Böden, Böden, Holz. Holz haben wir noch mehr als genug. So, mal hier die Brocken wegmachen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Jetzt muss ich mal doppelt klicken. Nein! Mal aufpassen, wenn man doppelklickt, wo man einmal klickt, nochmal klickt. So, der noch weg. Der noch weg. Dann hätte ich gerne noch ein paar Türen. Die mache ich jetzt aus Marmor, weil habe ich. Behandlung nötig. Oh. Echt jetzt? Der Fuchs? Halt mal kurz an. Kann ich da irgendwie nicht sagen. Feuer einstellen. Kann ich dem Geschützturm nicht sagen, der soll auf den scheiß Fuchs ballern? Scheint nicht. Sag, wo willst du eigentlich hin, sag mal? So, ich glaube, der bricht jetzt die Verfolgung ab, oder? Jagt der Kemi? Nein, anscheinend nicht. Ich improvisiere den mal. Mach den mal weg, bevor du dich hältst, weil der ist da irgendwie doof. Aus nächster Nähe erschossen. Und jetzt geht ihm mal heilen. Ja, oder geht erst was essen. Wie sieht's denn aus hier mit deinen Verletzungen? Okay. Ah ja, mit behandelt. So, der Hunger ist zumindest erstmal weg. Gegessen.
Bisschen mehr Fleisch müssen wir noch ranholen, aber ich glaube, ich habe ja noch ein paar Viecher markiert zum Jagen gehen. Und dann werden wir hier weiter ausbauen. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Gut, prima. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.